Star Trek hat für mich überraschend so einige Spiele auf den Game Boy herausgebracht. Das wundert aber natürlich auch nicht, da das Franchise natürlich zu Recht bekannt und natürlich auch beliebt ist. Das hier basiert auf einem der Filme, die ich persönlich ehrlich gesagt nie gesehen habe. Ist das Spiel auch für Unkundige gut? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Star Trek Generations Beyond the Nexus für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Imagineering entwickelt und von GameTech 1995 veröffentlicht. Die USA bekamen es ein Jahr früher und Japan ging komischerweise wieder leer aus. Wie angesprochen, basiert das Spiel auf dem Kinofilm Star Trek Generations, der 1994 erschien. Okay, es ist Star Trek und es basiert auf einem Film. Da kann einiges schief gehen. Muss aber. Die gute Nachricht vorweg, es nimmt die Vorlage durchaus ernst und folgt auch ganz grob der Handlung des Filmes. Die schlechte Nachricht ist die Umsetzung. Die einzelnen Elemente wurden nämlich quasi in Minispielen umgesetzt. Diese sind zwar thematisch auch ganz gut, spielen sich aber in der Regel nicht so toll, als wenn man natürlich jetzt sich für ein Spielprinzip entschieden hätte. Davon gibt es aber wenigstens so einige. Gleich zum Start werdet ihr vielleicht mit den actionreichsten der Varianten reingeworfen. Dem Raumkampf. Hier steuert ihr euer Schiff aus der Ego-Perspektive ja in einen Raumkampf. Unten habt ihr ein Schild und natürlich euren Phaser. Beide laden sich nach der Zeit wieder automatisch auf. Eure Aufgabe ist natürlich simpel, knallt die Gegner ab. Das sind dann verschiedene Schiffe. An sich auch ganz solide umgesetzt, jedoch hat es hier ein Problem. Es ist einfach nur super zäh, da ihr und die Gegner gefühlt keinen Schaden macht. Daher gleicht der Raumkampf eher ein Geduldsspiel als einen wendungsreichen Action-Traum. Ein weiterer actionreicher Teil des Spiels sind die Einsätze im Schiff. Es kommt durchaus mal dazu, dass zum Beispiel Romulaner euer Schiff entern. Da müsst ihr natürlich zu Fuß durch die Gänge laufen und diese alle erschießen. Tja, nur leider spielt sich das auch dieser Einsatz recht träge und ihr kassiert unnötig Treffer nach Treffer. Das können andere Spiele wie True Lies echt besser. Beim dritten Action-Part müsst ihr euer Raumschiff durch Ringe fliegen. Ja, es ist so simpel, wie es klingt. Steuerung ist ja eigentlich ganz in Ordnung, aber es fühlt sich dann doch mehr als Filmmaterial an. Okay, die Actionspiele sind also relativ träge. Was gibt es denn da noch? Ich würde die zweite Kategorie als sehr puzzle-orientiert beschreiben. Als erstes haben wir da die Umsetzung des Klassikers Pipe Dream. Ihr müsst hier in einen Notfall Stromkabel flicken. Start und Ende sind bekannt und ihr bekommt zufällig Kabel, die ihr dann korrekt anschließen müsst, damit der Strom wieder fließt. An sich ganz nett, muss man mögen, aber das Zeitlimit macht das echt schwer. Und dann kommen wir zu der letzten Variante, die mir überraschenderweise am meisten gefallen hat. Ich nenne sie es mal Logikrätsel. Hier müsst ihr in der Regel etwas dekodieren. Ihr habt verschiedene Symbole, die ihr in einer Reihenfolge einsetzen müsst. Das System sagt euch dann, ob ihr die richtigen Symbole verwendet habt und wenn ja, wie viele Symbole in der richtigen Reihe sind. Ihr habt 20 Versuche, das Rätsel zu knacken. Hier ist also Glück und Kombinationsgabe gefragt. Der Schwierigkeitsgrad allgemein ist dabei übrigens nicht gerade ohne. Oft werdet ihr mit einem doch recht straffen Zeitlimit belastet. Es ist einfach nicht genug vorhersehbar oder ihr zieht sich zum Beispiel in den Raumkämpfen einfach viel zu lange hin. Dazu kommt noch, dass ihr keine Leben habt. Verliert ihr einen Einsatz, ist Game Over. Immerhin gibt es aber alle paar Level ein Passwort. Ja, besser als nichts. Auf der technischen Seite wurde der Star Wars Flair auf jeden Fall gut eingefangen. Zwischen den Missionen gibt es immer tolle Briefings und Zwischenbilder und auch die Grafik ist stimmig. Der Sound tut sein Bestes, kann aber auf Dauer dann doch etwas nerven. Was taugt Star Trek Generations für den Game Boy also heute noch? Also wenn ihr wirklich harte Star Trek Fans seid, kann euch das Spiel definitiv etwas geben. Die Atmosphäre ist da, allerdings sind die Spiele jetzt nicht so der Bringer. Alles ist okay, aber für mich als Nicht-Trekkie ist es dann doch eher nichts. Ich glaube nicht, dass ich das Spiel wieder mal einlegen werde, daher von mir eine eingeschränkte Empfehlung. Das war mein Test zu Star Trek Generations für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.